Na ja, klar. Noch so ein komisches Ding. Lies meine Gedanken. Oh, der ist... Oh, ich hab den... Punkt verpasst. Ich könnte wirklich ein Tag-Team gebrauchen. Sich immer unter einem Gesundheitsball. Wenn du ihn komplett füllst... Ah, okay. Das Ding weigert sich zu sterben. Ich verpasse ihm nicht mal einen Kratzer. Ich erledige mich so hart ich kann. Verdammt! Diese Dinger können echt mal was! Check dich hinter mir! Ich beschütze dich! Was? Keiner versteckt sich hier! Lass ihre Lichter ausgehen! Jetzt ist schon okay. Machen wir seinen Untergang permanent! Da, nicht ihn! Nein, falsch! Die Milano ist geparkt! Dieser Gegner wird auf dir fallen! Ich bin dran! Gamora! Zeig ihn! Keiner wird's kommen sehen! Nicht zu groß für den Spieß! Das war schon mal ein fetziges Tutorial. Hey. Dann mach weiter. Wir kommen gleich. Nach einem Boxenstopp. Ich habe die Milano bei der letzten Klopferposition geparkt. Wir gehen dorthin und halten nach euch Ausschau. Wie geht's meinem Baby? Ist dir selbst an, falls wir es zurück nach oben schaffen. Ich käme darauf. Aber wir brauchen für euch beide was zum Hochklettern. Ein Wunder, dass die flinke Attentäterin uns noch nicht verlassen hat. Immerhin hat er mich flink genannt. Es war nicht als Kompliment gedacht. Okay, ich bin ziemlich sicher, das Baby ist unser Ticket nach oben. Irgendwie. Nun, die Möglichkeit besteht. Probier mal was anderes aus. Hat jemand vielleicht eine gute Idee? Wenn du den Visor nicht einsetzen willst, dann gib ihn mir. Sie begehrt das verbotene Wissen deiner magischen Brille, Peter Quill. Ach, oh, das Ding dahinter. Ja, sag das Zeig doch. Zeig uns mal deine Beinarbeit, Gamora. Ich wette, das kannst du nicht. Auf einen anderen? Drax. Kannst du dieses Ding schleppen? Seht die Kraft eines ketathianischen Kriegers! Genau da ist gut. In Ordnung. Gut macht er das. Denk an diesen Moment, solltest du je vorhaben, mich zu hintergehen. Ich werde daran denken, wie langsam du warst. Okay, Rockets. Wir sind wieder auf Kurs. Oh ja, schön für euch. Ich bin Groot. Es ist kein Diebstahl, der das verlassen wurde. Wir... Oh, fuck. Rocket. Nicht jetzt, Quill. Habt ihr einen Besuch? Rocket? Vielleicht hat er unser Monster gefunden. Wir wissen nicht mal, wie es aussieht. Die Infos waren extrem vage. Sie waren nicht vage, sondern überstürzt. Es ist wahrscheinlich eine niedliche, kleine... Albtraumabscheulichkeit. Lady Hellbender ist eine Kriegerin. Ein perfektes Exemplar würde zu ihrer Stärke passen. Wie gesagt, was Schreckliches. Ich sehe das anders. Stärke ist liebenswert. Bei einem Namen wie Hellbender hat Gamora wahrscheinlich recht. Es muss was Schreckliches sein. Albtraumhaft. An der Spitze der Nahrungskette. Knorrend und bösartig. Mehr Zähne als wir alle zusammen. Fledermaus. Auch eine Treppe habe ich noch nie gesehen. Klingenspitzen spuckt wahrscheinlich Gift oder Säure. Oder giftige Säure. Hoffentlich stimmt das alles. Ich will eine würdige Herausforderung. Habt ihr gelesen, ne? Sehr gut. Und
müssen wir hier entlang? Vorsicht! Rocket! Na gut. Rocket! Quill? Das nenne ich Timing. Wir haben Besuch. Sind die vom letzten Klopfer? Der ist noch gar nicht platziert. Hier drin. Oh mein Gott, wartet doch mal hier. Du Arsch, bist nur im Weg. Hast recht. Du klappst recht. Es ist, als hätten wir das ganze Schiff aufgeweckt. Aua. Meine ganzen Teamkollegen sind platt. Willst du jetzt alleine machen hier? Leute, Gruppe bilden! Es fühlt sich an, als wären sie überall und würden uns auslachen. Und dennoch können wir nicht zurückweichen. Das will auch niemand, Großer. Aber ich muss sagen, es ist verflagt gruselig da draußen, Quill. Ach so, ich muss auch. Flocknasen auf dem Feld? Gefahr von allen Seiten? Dann sollten wir uns ihnen stellen und sie alle eliminieren. Sind wir Helden, die man auslachen darf? Nein! Stattdessen lache ich über sie! Wer ist dabei? Nur her damit! Gute An. Sowohl du als auch die Wächter erhalten einen Schadensboost. Hättest du die falsche Wahl getroffen, hättest nur du ihn erhalten. Okay. Jetzt wurden wir wieder belebt. Sehr gut. Dann auf geht's. Jetzt lass mich doch mal ein Ziel endlich mal. Das hier bringt wirklich das Blut zum Kopf. Zack. So stelle ich mir Training. Und du machst den platt, bitte. Wie ein heißes Messer. Man sollte meinen, weg mit diesen kleinen Fußbällen hier. Seine jämmerliche Existenz endet. Ich sag dir doch, wir schaffen das! Hab nie daran gezweifelt! Ich bin gut! Und? Du hast leicht reden! Du hast den spitzen Stock! Ich bin gut! Treff nix! Du kleines Drecksvieh! Und hier von auf! Du hast keine Chance! Nimm nächstes Mal eine dickere Schale! Glorreich! Boah, fängt ein bisschen doof mit dem Menü, ey. Ich bin erregt vom Trommeln der Schlacht. Das wollte ich gar nicht wissen. Kommt, die letzte Klopferposition ist da lang. Woher weißt du das? Meine Sinne sind darauf geeicht, auch die geringsten Vibrationen zu spüren. Ach echt? Nein, ich sehe es auf meinem Display. Die Milano müsste auf der anderen Seite dieser Tür sein. Sie war offen, als ich hier durchkam. Okay. Wer sagt, ich hätte was ausgelöst? Wahrscheinlich hat Mordmama die Tür hinter sich zugehört. Es sieht aus, als hätte es noch Sachen. Ruhig und hacken. Versuch's, auf Rocket. Geht's. Seht einem Genie bei der Arbeit zu. Du kannst Wunder vollbringen, Mann. Ah, diese Text stammt von Leuten, die Löcher in riesige Weltraumfelsen gemacht haben. Ich muss zugeben, da hat jemand erstklassig gepackt. Thanos hat Unvollkommenheit nie toleriert. Damit hatte Quill noch nie ein Problem. Ich bin Claudia. So, hier noch einen, dann hätten wir's. Bin ich froh, wenn ich hier wieder rauskomme. Man hat das Gefühl, hier kracht gleich alles zusammen. Ich bin erstmal gespannt auf unser Monster. Ich dachte, du bist vor allem gespannt auf die Käuferin. Sie ist eine Sammlerin von gutem Ruf. Hast du's bald? Ja, ja, keine Sorge, Sonnenscheinchen. Sonnenscheinchen. Oh. Kriegst du es denn in Gang? Was? Es scheint kaputt zu sein. Da ist überhaupt nichts kaputt. Genau das Geräusch soll es machen. Was für ein Geräusch? Hört ihr das etwa nicht? Hören was denn? Ja, ich seh's. Gut. Verdammt, das Tor wird.
Okay, das müsste gehen. Jetzt fangen wir unser Monster. Mann, ist das Ding schnell! Lasst es nicht hinter euch kommen! Es könnte giftig sein! Nee, die Hellbänder zahlt bestimmt mehr, wenn es giftig ist. Ein brauchbares Versteck weniger. Gut erkannt, Quill. Zerschnetzel sie! Alles gut! Ich habe die Aufregung ja gar vermisst. Ich glaube, Drax braucht eine Auszeit. Okay, wir müssen ein bisschen abwarten. Vielleicht sollten wir es rufen wie ein Haustier. Ich bin selber kaputt. Wer ist ein braves Monster? Ja, es kann weglaufen. Wir müssen es langsamer machen. Okay, ihr könnt es nutzen. So schnell bin ich nicht. Halte sie auf, Groot. Was zum Flak ist das denn? Definitiv kein Monster. Was niedlich? Das Ding ist verfilzter als eine Asgard-Ziege. Dieses Häufchen Elend können wir unmöglich der Monsterkönigin von Sektnaft 9 präsentieren. Die lacht uns aus. Vielleicht können wir es als Köder benutzen. Die Klopfer taugen jedenfalls gar nichts. Wie bitte? Meine Klopfer sind auf dem neuesten Stand der Technik. Der Muskelschädel hat sich auf das erste gestürzt, das durch die Tür kam. Mein Schädel besteht nicht aus Muskeln. Was zum... Seht ihr auch, was ich sehe? Oh ja, das nenne ich ein Monster. Gold kann. Alles klar. So viel zum Aufwärmen. Zeit, ein echtes Monster zu fangen und Geld zu verdienen. Ist das? Jedenfalls keine Reinigungsbots. Der ganze Laden geht zu Flug. Nichts wie raus hier. Schnell! Verdammte baufällige Ruine. Raus im Weltall. Mit cooler Frisur, ne? Aber verfilzt. Oh mein Gott, jetzt muss ich auch noch selber fliegen. Haltet euren Hintern fest, Leute! Rocket, Musik an! Bin dabei! Konzentrier dich aufs Fliegen, Peter! Der Mann braucht sofort einen Song! So ist schon besser! Pass auf das Schiff auf! Mach ich! Eben nicht! Drax, was machst du da? Ich halte meinen Hintern fest, wie Peter Quill gesagt hat. Vorsicht! Kann ihm mal jemand zur Hand gehen? Hab ich recht? Wie wär's mit einem Schlag auf die Rübe? Denkt nicht mal daran! Der schnellste Weg durch ist mitten durch! Peter! Möchtest du den Tod mit schuldigem Gewissen Attentäterin? Bring bloß... Oh, die Steuer ist ein bisschen fies mit der Maus. Es reicht. Lass mich ran. Du wirst uns noch umbringen. Noch sind wir nicht tot. Vielleicht doch, und das hier ist die Hölle. Sei nicht albern. Diesem Ort fehlt der ewige Frost von Zadu. Eure Hölle ist gefroren? Katefianer frieren nicht gern. Zieh dir halt mal was über! Seht ihr? Kinderspiel! Groot sagt Vorsicht! Ja, danke für die Warnung! Soll ich das Steuer übernehmen? Oh, das war nicht gut. Nein, alles im Griff! Offensichtlich! Vorsicht! Bring uns nicht um, Quill! Es gibt noch so viel, dass ich stehlen will!